Freie Bühne Jena e.V. präsentiert. Theater Wagen. Wir sind das Projektteam Theater Wagen. Jana, Henny, Maxi, Daniel, Bärbel und Till. Seit 3 Jahren bauen wir gemeinsam mit Schülern, Auszubildenden und Freizeitaktivisten diesen alten Oberlichtwagen zu unserem neuen Theaterwagen um. Wie das Projekt entstanden ist, wie es sich entwickelt hat und was dabei am Ende herausgekommen ist, darüber werden wir euch hier berichten. Und zwar ist entstanden, dass 2016 kein Kurztheaterspektakel stattgefunden hat und wir uns aber gewünscht haben, trotzdem irgendetwas zu machen. Und die Henny, die ja selber auch bei der Freien Bühne ist, hat gesagt, lass uns doch einen Theaterwagen bauen. Wir haben da einen bei uns zu Hause. Ein alter Zirkuswagen soll zur mobilen Theaterbühne ausgebaut werden, für grandiose Auftritte. Vollgepackt mit ganz vielen Ideen wird der Wagen in neuem Glanz durch Jena und die Umgebung ziehen und die öffentlichen Plätze beleben. Nachdem diese witzige Idee entstanden ist, haben wir uns entschlossen, dazu eine eigene Projektgruppe zu gründen. Dazu haben wir dann auch gemeinsam den alten Wagen in der Nähe von Dresden besucht und uns angeguckt, erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht und Ideen entwickelt, wie eigentlich der zukünftige Wagen aussehen kann. So war es gewesen, ne? So war es. Nur noch 4 Tage bis Jena! Die aufregendste Geschichte war natürlich das Ding, erstmal hier die 222 Kilometer hierher zu kriegen. Ja, ging natürlich nicht auf eigener Achse aufgrund des Zustands, sondern keine Zulassung, keine Papiere, nichts. Also das Ding über die Autobahn hierher teilweise zu schaukeln, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das eine riesengroße Masse ist und knapp 4 Meter hoch die ganze Geschichte. Das war auch ein bisschen nervenaufreibend zwischendurch, aber hat sehr, sehr viel Freude gemacht. Und es war wahnsinnig cool, als das Ding dann hier vorgefahren kam und dann endlich hier stand. Ja, und dann ging es weiter und dann haben wir oft zusammengesessen, dann, was nun, ja? was sind jetzt die nächsten Schritte, was müssen wir eigentlich machen und wie viel können wir überhaupt behalten von dem alten Wagen. Ja? Was auch ein bisschen wehgetan hat, dann zu entscheiden, okay, wir müssen das Ding im Prinzip komplett abbauen. Ja? Also bis auf den Rahmen alles runter. Das war's. In dem Moment, wo wir das Teil auseinandergenommen haben, gesehen haben, dass da nichts ist, was man nochmal nehmen kann, außer so einzelne Teile, dass er halt wirklich durch war. Ich mich ja auch heute noch frage, wie der das geschafft hat, von Dresden nach Jena zu fahren oder auseinanderzufallen. Und letztendlich haben wir aber aufgrund der Fachleute, die wir dazu geholt haben, eben gemerkt, es geht nur mit Metallrahmen und dann ist das Ganze halt eben viel komplizierter geworden als gedacht, ne? Und auch teurer damit. Für mich war eigentlich die Herausforderung, dran zu bleiben mit. Einfach so mit dem, was man sonst noch so macht und dann diesen ganzen Hürden, die man halt dann bei dem Projekt so hatte, dann immer trotzdem nochmal wieder auch Lust zu haben, da weiterzumachen. Und dann gab es zum Glück immer Momente, wie zum Beispiel jetzt dann diese ersten Zeichnungen von Nils Mann da waren, dass man dann halt gesehen hat, okay, das könnte tatsächlich funktionieren. We put our dreams into a box on spinning wheels. Die Idee ist auch entstanden, das gemeinsam in der Jugendarbeit zu machen, gemeinsam mit Schulen und haben uns da auch Schulen gesucht, die uns zur Seite stehen könnten. Mein Name ist Oliver Pepke, ich bin Lehrer hier an der Schule, in der Freien Ganztagsschule in Milder und vor allen Dingen unter anderem auch für die Technikausbildung der Schüler zuständig. Wir haben mit den damaligen 10-Klässern erstmal auch die ganzen Abrissarbeiten erstmal mit begonnen. Das haben wir dann halt in die Schule gebracht und haben dann Türen, Oberlichter, Fenster, Fensterläden, Befestigungsmaterial abgeschliffen, abgefeilt, gedremelt und neu behandelt und haben versucht, das noch zu retten, was noch zu retten war, weil die Materialien waren ja schön. Und leider sind die dann aus der 10 gegangen und die damals 7-Klässler, die haben dann gesagt, ach, das würden wir gerne weiterführen. Und das ist sehr gut gelaufen. Auch, ich sag mal, wenn wir uns nicht immer gesehen haben, wussten unsere Schüler hier, wir werden halt erstmal unsere Teile hier restaurieren und eine Zuarbeit liefern.
Und der Rest wird dann in Absprache mit euch passieren. Und wir haben ja dann gesehen, als in unsere Neunklässler, jetzige Neunklässler, als sie immer nach Weimar gefahren sind, eine Grundausbildung genießen konnten. Wir haben vom Fachmann nochmal ein paar Tipps und Tricks gelernt. Ihr merkt das schon, jetzt Kennzeichen Saugemopf, das was Abfall ist. Und das ist das Grundzeichen. Ja? Und wenn das durch ist, dann nehmt ihr sozusagen den Posten, wo es legt er denn genau an der Kante an, macht einen Schnitt rein. Mein Plan ist es, irgendwann vielleicht Tischler zu arbeiten, irgendwas mit Holz, Zimmerer. Da kommt das alles schon in die Nähe. Die Holzverbindung, das hat mich interessiert, wo wir dann eine ganze Woche lang dort gelernt hatten. Die waren zum Beispiel sehr froh, dass auch in der freien Bühne halt welche auch in diese Grundausbildung mitgegangen sind und dann nicht alleine gelassen wurden. Das ist dann natürlich schön, wenn du dann so eine Kooperation hast. Mein Name ist Mike Sterzing, ich bin Berufsschullehrer hier an der Schule in Göschwitz und arbeite seit mindestens drei Jahren mit Flüchtlingen, also mit Schülern, die bei uns das BVJS besuchen. Das heißt also, die Schüler durchlaufen ein Jahr diese Sprachklasse, um dann danach das BVJ zu besuchen und dann den Hauptschulabschluss zu erwerben. Wir haben in der vorbereitenden Phase sozusagen die Türen abgeschliffen, die Beschläge gesichert, also abgeschraubt und haben dann schon begonnen, Teile zu ersetzen. Und dann kam ja die Idee, eine Probebühne zu bauen im Modell 1:1, damit also die Öffentlichkeit mal sieht, wie es aussieht. Und dann haben wir also da Holzrahmen gebaut, um diesen Theaterwagen zu modellieren sozusagen im Maßstab 1:1, was ja dann im Dezember 2017 im Rahmen des Kulturmchens dann gezeigt wurde. Also eine der größten Herausforderungen war sicherlich im Rahmen der Projektwoche oder in Vorbereitung dieses Modellbaus, das zu planen und zu realisieren. Das passt doch überhaupt nicht. Nein, es passt gut. Insgesamt bei allen Arbeiten sind es alles sehr wichtige, sehr gute Erfahrungswerte im Umgang mit den Schülern, weil man da immer sieht, was die Schüler leisten wollen, leisten können. Und man sieht eben dann eben auch, was sie so fachlich an Kompetenzen dazu erwerben. Das geht also los bei den Verschraubungen, dann zu wissen, was gibt es eigentlich für Schraubenarten und welchen Bit muss ich nehmen und dann festzustellen, ja, wenn ich das richtige Werkzeug habe, dann geht das auch richtig gut und richtig schnell, wenn man den richtigen fachlichen Hintergrund hat. Und das ist das, was mir auch immer wieder Spaß macht, wenn man sieht, wie die Schüler sich entwickeln und natürlich, wie man dann gemeinsam was entstehen lassen kann. Und das macht immer gemeinsam viel Spaß, weil da auch so ein Teamgeist da ist. Und das ist schon immer wieder eine sehr schöne Arbeit. Und das fand ich ganz toll, dass es da wirklich Menschen gibt, die sich auf sowas einlassen und auch dann Feuer und Flamme so ein bisschen für das Projekt sind und sich dann auch wirklich das Ziel setzen und auch alles dafür tun, dass es entsteht. We put our dreams into a box on spinning wheels. Wir haben seit Jahren viele Partner gewonnen, die mit uns unsere Schulkultur, unsere Schullandschaft umsetzen. Und eines Tages hatten wir mit dem Bildungswerk Bauhessen Thüringen haben wir eine Kooperation gemacht, um halt zum Beispiel Berufsausbildung in der Technik auszuprobieren. Viele sind dann sicherlich auch als Azubi dort hängen geblieben. Und so ist das über Jahre eine langfristige, ich sag mal, Kooperation geworden, wo wir immer wieder solche Projekte machen. Perfekt. Geil! Na, wie kann man das denn lassen? Einfach nur perfekt. Dann tun wir hier nochmal die Blätter verbauen reinmachen. Ja, also ich bin der Janis. Ich bin Jitz. Ich habe das Dach mitgemacht, auch geschliffen. Man muss es ja genau rund kriegen. Und da hat man halt sich auch schon gedacht, wie kriegt man das hin? Schwierigkeit habe ich da eigentlich keine gesehen, weil uns alles bestens erklärt wurde, wie man das umsetzt. Die Erwartung, die ich gehabt habe, dass viel praktische Arbeit ist und auch viel dazu gelernt habe, das wird die Worte erfüllt. Also ich fand das Projekt eigentlich sehr spannend und auch sehr schön anzusehen, weil man was herstellt, was man dann später halt auch sieht. Also ich wünsche mir, also das für den Wagen, dass er viel genutzt wird. Dass man halt viel davon mitbekommt und
auch in Milda mal ist. Viele Auftritte hat mit Theaterleuten und hat dazu ist er halt auch dann restauriert worden. Ich sehe noch ein Bild vor mir, wo dann die Schüler mit ihren fertigen Wänden und mit diesem Dach fotografiert wurden und wie stolz die waren. Genau dafür machst du es, für das Leuchten in den Augen. Das ist sehr schön. Als der Wagen mit seinem Metallgerüst nach Erfurt kam und die Zimmerer bereits angefangen hatten, den Rohbau aufzusetzen und ich dann dort war und die Auszubildenden das erste Mal die Bühne runtergedreht und wieder aufgedreht haben und das in einem Tempo, wie wir das wahrscheinlich nicht so hinkriegen, jetzt auch, weil es ja viel schwerer ist. Das war so meine erste Sternenstunde. We put our dreams into a box on spinning wheels. And then we push it, twist and turn it, and keep it spinning. So it's us speculating gently, softly, but surely. We put our dreams into a box on spinning. Und die zweite Sternstunde war natürlich die Theaterwageneröffnung und der Umzug durch Jena. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid und wir schicken den Theaterwagen nun endlich auf die Straße. Schon ein schönes Bild. Es ist aber wirklich nur ein Bruchteil von den Leuten, die hier mit an diesem Projekt beteiligt waren. Wollte nur noch mal sagen, bestimmt dreimal so viel. Das wäre ein noch großartigeres Bild geworden. Aber jetzt machen wir ein Bild mit den Leuten, die da sind. André, bist du bereit? Der macht ja die freie Bühne letztendlich jetzt dann wirklich zur freien Bühne. Deswegen bin ich einfach auch von diesem Wagenprojekt überzeugt, dass das irgendwo hinführt, wo es schön ist.